Jo, liebe Leute, da sind wir wieder hier auf dem örtlichen Friedhof, ne? Die erste Krypta, okay, ich rede nochmal. Erste Krypta haben wir hinter uns gebracht. Wir gehen jetzt in die anderen beiden Krypten. Wir, das bin ich, der Sebi als Metalbär und der liebe Hosti Borsti. Servus, Leute von heute. Ich bin auch da. Nur schaut raus. So, Hosti, dann würde ich sagen, ja, gehen wir mal klöppen, wa? Klöppen. Nächste Krypta. Das Skelett stiefelt da aus seinem Grab. Bleib drin, du. Wie sagt der Metalbär immer? Schlaf weiter. Geh pennen. Geh pennen, genau. Oh, hier ist... War was? Hui. War irgendwas? Nö, ich hab nichts gemerkt. Ach Gott. Yes, baby. So is that. Ich brauche so auch mal ein für die ganzen Thumbnails übrigens. Da brauche ich mal ein ganz bescheuertes Bild von dir. Auf jeden Fall mache ich dir. Mit ohne Hintergrund. Machst du es mit so. Okay, anhand der Brüche müssen wir das Video auch wieder als 18 reinsetzen. Boah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Alles gut, komm. Elite, Gruppe. Das war ich, das ist meine. Ohlala, das ist meine Druck. Achso, das da, ne? Du. Naja. Ich habe nämlich auch eine Druckwelle, weißt du, aber. Oh. Ich hatte einen Heiltank. Ich habe einen Heiltank genommen, das ist geil. Weg, du Vogel! Ja. Raus aus dieser Ding da. Eine Champignon-Gruppe war das, Leute. Eine Champignon-Gruppe. Ja, ich heiße Kalt. Es geht zu Ende. Da ist irgendwas Extremes. Geht doch. Oh, der ist so. Na bitte, Leute. So hoch, mein kleiner Freund. Kleiner Wellensit. Oh ja, du kotzt mich nicht an. Ja, hat sie schon. Ein Wahnsinn. Oh, Postgruppe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, wo ist denn? Oh, die hauen raus. Die hauen raus. Oh, die hauen raus. Alter. Ich brauche Heilung. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja, ich bin schon wieder tot. Nee. Doch. Shit. Scheiße, Alter. Ich kann keinen Heiltrank nehmen. Und die laufen hinterher. Ach, guck mal. Was ist denn jetzt hier? Komm. Ich kämpfe hier. Ja, ich bin mit der Bossgruppe hier allein dran. Alter. Ich habe auch einen von der Bossgruppe. Ja, du hast den Boss wahrscheinlich. Ich habe die ganzen Ads dabei. Ja, genau die. Was habe ich denn jetzt hier? Oh, der wächst über. Oh. Oh, oh shit. Leute! Ich muss mal kurz weglaufen, ja? Okay, mach das. Ich bin auch gerade unterwegs. Überall. Da ist keiner. Muss man nur. Da ist keiner mehr. Achso, da drüben bei dir. Halbkugel. Boah, Junge, da war man jetzt echt. Oh, das war... Ich bin das zweite Mal gestorben. Ich zähle mit, mein Todcounter. Okay? Ja,
Na, Metalbär ist noch nie gestorben. Ich schon zweimal. Ja, fast. Ja, ich werd. Ja, fast dreimal gestorben. Oh, oh mein Gott, ein legendäres Schwert. Warte. Oh Leute, ich habe eine neue. Ich habe neue Stiefel. Neue Stiefel. Legendäres Einhandschwert, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geht gleich richtig die Party. Zauberstab der Flamme. 18 Intelligenz, bist du narrisch? Das ist besser. Ich nehme mit den Zauberstab der Flamme. Wow, ich hab ein legendäres Schwert, Junge, und also ein oranges. Ah, Wahnsinn. Guck dir das Teil mal an, Alter. Wow, ja. Genial. Ist auch eine Einhand, gell? Jo. So, hier, Boden der Reflexion, Erfahrung von 50% erhöht. Boah, mega. So, da haben wir wieder einen Totenbleiber, Modell. Alter, der teleportiert. So, jetzt geht's los hier. So, hier haut mal ab. So, komm her da. Totenkleber. Odell. Na, grandios. 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 Was habe ich da? Ich habe schon wieder eine bessere... Dies ist die bessere Handschuhe. Die Krone ist nicht hier. Aber Valerie schon auf der... Ja, dann müssen wir wieder zurück, Leute. Ja, dann... Und zur nächsten Krypta. Ist sie nicht da unten irgendwo? Nee, das variiert immer. Achso. Wird wahrscheinlich hier oben irgendwo sein. Soll ich dir mal was zeigen, Horsi? Was denn? Das ist Bibi und Tina. Hey, was machst du? Was hast du Cooles? Das ist meine Fähigkeit, Kavallerie. Okay, cool. Das ist dafür da, wenn du jetzt in den Gegnermassen feststeckst, ja? Kannst du einfach durchlaufen. Ah, okay. Quasi befreien. Entweite Krypta, Leute, da müssen wir auch hin. In der Entkrypten weiter. In der Entkrypten weiter, genau. Ah, da haben wir 4 Folgen in der Session geschafft. Cool. Ja. Gefällt mir. Also, liebe Leute, wir nehmen ja im Moment ein Stück auf. Ein bisschen vorproduzieren, ne? Ja, klar. Ich glaube, nenn mir einen Let's Player, der nicht vorproduziert. Gibt fast keinen. Meine Eltern. Meine auch nicht. Aber die Let's Play noch nicht. Genau. So, Leute, weg hier. Hui! So, jetzt schauen wir mal aus. Oh, Leute! Ist das mega? Ah, oh, das macht so viel Spaß. Hui! Ein würdiges Opfer. Oh, ein gefräßiger Toter. Sammy, Hilfe! Ja, Bossgegner oder was? Ja. Ach, okay. Also Bossgruppe, sagen wir so. Champion-Gruppe. Ja, Champion-Gruppe, das sind die blauen. Genau, wenn das, du das war wenn einer. Du wenn du so einen gelben dabei hast, eine Gruppe mit gelben Ringen, dann ist das eine Bossgruppe. Ah, Champion-Gruppe, das war eine Champion-Gruppe. Genau. Hui, Leute! Ich liebe es! Oh. Der Fette explodiert! Alle in Deckung, Big Mac, Big Taste, Big Mac. Das war Big Mac. Was denn jetzt? Der Big Tasty, Big Tasty war das. Big Tasty.
das ist auch geil. Mega. Also ich habe Diablo 3 damals das erste Mal auch als Zauberer durchgespielt. Da war das Spiel auch noch herausfordernd, ne? Ah, okay. Habe ich mir bei Release damals gekauft. Der Zauberer, der ist echt super. Der ist richtig cool. Ja. Der wird auch noch besser. Vor allem kannst du schön auf Flächenschaden spielen. Du hast ja nachher, kannst ja auch den Blizzard machen. Cool, das ist super. Ja. Weg mit euch! Na bitte! Ja, warte mal, den logge ich mal hier zu dir. Aua! Alter Bauer! Big tasty! Hm. Jetzt habe ich Lust auf Mecke, hä? Jo. Oder bei uns in Österreich sagt man Schachtelwirt. Wie? Schachtelwirt. Okay, ach, Schachtelwirt. Ach so, wegen. Ja. Okay, wir waren noch. Ja, dann. Zweite Krypta, Ebene 2. Zwei, jawohl. Zwei. Diese Gruft erscheint einem Kanzler. Ah, ich krieg einen Krampf, Alter, scheiße. Ich krieg den Krampf. Hier sein. Ja, ich hab mein Bein irgendwie zu stark angespannt gerade. Oh, ich brauche keinen. Was ist denn das da eigentlich? Ja, da kommt jetzt noch ein. Das ist der Big Tasty, Junge. Komm, komm zu. Ja. Hab hier gerade Besuch. Ah, du hast gerade Besuch. Fleischerschlumpf. Ah ja. Der war aber schnell da, ne? Ja, ja. Ein Wahnsinn! Hui! Ja, Leute! Ja, Leute! Oh, Leute! Ja, ich höre auf. Leute, ich kann nicht raus hier! Er ist geheilt. Er ist. Ja, er ist befreit. Nein! Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst! Der Kanzler! Kanzler! Astraler Wächter, Kanzler. Ich hab grad was anderes verstanden. Was? Ich hab grad was anderes verstanden als Astraler Wächter. Ach, nicht die, ne, nö. Doch nicht so, was du denkst. Ja, genau. Ach du Schande. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht, ey. Stadtportal. Warte mal kurz. Ich muss. Ja, ja. Frostnova lasse ich mir. Diamantding, nein, das lasse ich mir. Was haben wir da? Eisrüstung. Eisrüstung? Eisrüstung, ja. Druckwelle. Ich muss voll übelst verkaufen, ey. Ein Fessel einer unberechenbaren Tornade, der über den Schlachttop. Ah, super. Wobei, wahrscheinlich verwerte ich die Teile. Weil ich will so Rohstoffe sammeln. Weil dann kannst du später, nämlich kannst du richtig geile Rüstungen herstellen. Und Waffen. Okay. Ich nehme da mal neue Sachen, Leute. Wo bist denn? Achso, so, geh mal raus hier. Ich bin hier. Ja, ja, T drücken. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, sprecht mit Hedrick Amon. Hedrick. Oh, jetzt sind wir wieder da, Leute. Ach ne, Quatsch. So. Ihr habt die Krone gefunden. Ja. Ja. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Na, ja, tust du da ein paar Schrauben rein, dann ist halt wieder gut, es ist ne? Schön, ja, voll. Zu arbeiten. Bitte. Schneller! Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde.
Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Ja, dann schließt euch meinem Kreuzzug an. Es ist ein hartes Brot. Belohnungen sind rar gesät und wahrscheinlich werdet ihr dabei sterben. Nun, das klingt recht bedeutsam. Und abschreckend. Immerhin werdet ihr so interessante Orte zu sehen bekommen. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Euer Lehrling ist gefallen. Ach, der dumme Bursche hat nie auf mich gehört. Aber im Grunde war er ein guter Junge. Ich danke euch, Kreuzritter. Ja, ich bin überlastet. So, ich werde jetzt hier erstmal. Wir können ja jetzt hier bei dem auch verwerten. Genau, ja, aber ich habe da irgendwas Neues bekommen. Ein unheilvollbares Zauberbuch der Furcht. Das bringt mich aber weiter, ne? 2-3 Schaden, plus 7 sekundär. Ja, warum lege ich nicht das Buch an? Weil du kannst du in die Zweithand machen, aber wenn du eine Zweihandwaffe hast, geht das nicht. Nein, ich habe ein Buch jetzt genommen. Oh, Leute. So, ich kann mir da einiges verkaufen jetzt einmal, ne? Ja, ich habe jetzt wiederverwertet. Ah, wiederverwerten kann ich ja auch. Wie geht denn das? Weil geht genau. Fix den Schmied an. Rüstung schmieden, Gegenstände wiederverwerten, ne? Ich bin ein bisschen Panner, bin ich. So. Mal alles. Armschienen des Bären. Ich mach mein Banner mal ein bisschen. Wie kann man das schnell rübergeben? Muss man das alles einzeln rüberziehen? Oh, das weiß ich nicht. Was? Nein, dort verwerten? Ja. Nein, du klickst bei Verwerten oben das Symbol an und klickst dann jeden einzelnen Gegenstand an. Das geht schnell. Okay. Das ist doch nice. Okay, so. Warte mal kurz. Auf Verwerten und oben? Ja, du klickst den Schmied an, gehst dann auf den Reiter Verwerten oder so und dann ist oben ein Symbol. Das klickst du einmal genau, an. Ja. Und dann kannst du einmal zack, 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 zack. Sehr cool. Was macht er das nicht? So. Jetzt kann ich aber das verkaufen, schätze ich mal. Neue Waren, die dich vielleicht interessieren könnten. So, passt. Ich habe verwertet. Ja, ich bin gerade meinen Banner ein bisschen am machen. Ah, diesen Bärending, da muss ich auch noch verwerten. Zack. Habe ich nämlich unabsichtlich fallen gelassen. Leute! Ja, so ist das erstmal gut. Ich habe meinen Banner mal geändert. Ja. Deinen Banner? Ja. Ja, komm, quatsch mal mit Backoff. Ich habe die Krone. Schön. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Nein. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Wenn es mir dazu dient, den gefallenen Stern zu finden, werde ich ihm ein Ende setzen. So, jetzt die Frage. Machen wir hier einen Cut? Oder gehen wir noch in die Kathedrale rein und da? Aber da hätten wir einen Speicherpunkt, komm. Ja, genau. Weil sonst müssen wir uns den Dialog wieder. Also Garten der Kathedrale. Garten der Kathedrale, da müssen wir hin, gell? Genau, und dann Leorix Korridor. Bist du da drin jetzt, oder? Ja, ich bin da schon dran. Na gut. Dann machen wir da mal. Oh nein! Wir haben noch die verzierte Tür zur zweiten Ebene der Kathedrale. Ah ja. So, hier haben wir einen Speicherpunkt. Ja. So. Ja, gut, liebe Leute. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Da werden wir uns durch die Kathedrale prügeln. Und ja, Horsti, an der Stelle. Ich glaube, jetzt geht die Jagd auf den Skelettkönig los, ne? Genau, aber in der nächsten Session wird dann der Skelettkönig fallen. Ja, ich denke mal, in der übernächsten Folge oder so wird das ja, Fall sein. Schätze aber ich egal. Wir prügeln uns beim nächsten Mal erstmal durch die Kathedrale hier durch und hauen weiter. So ist es, ihr Lieben. Genau. Jo, dann machen wir einen Cut
Und wir sagen Dankeschön fürs Zusehen. Daumen hoch nicht vergessen. Abos, Likes. Achso, das ist ein Daumen nach hoch. Genau. Game over. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ciao.